Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anno 1800. Wie sind wir zu zweit hier am Start? Moin Moin. Grüße. Belohnung. Grüße zum Wohle. Ein mesonanisches Haus oder wie man das nennt. Jetzt geht's wieder los, ne? Wo waren wir? Also wir haben die neuen Häuser, hier ein paar Blaupausen platziert, aber war irgendwas? Keine Ahnung, war irgendwas. Expedition. So, wir haben gerade wahnsinnig viele Leute, Bevölkerung übrig. Beute. Schauen wir nochmal, Weltausstellung geht nicht, weil dafür brauchen wir 2000 Ingenieure. Wir haben fast 2000. Kannst du ja eigentlich starten, ne? Ja, weiß ich, dann kommen dann. Sehen Sie meine Großmut? Werde ich, denke ich, nochmal ein, zwei Handwerker und dann passt das. Die Aufgabe können wir, glaube ich, machen. Plus 8 ist gut. Ja, mach das mal. Ich gucke, dass ich hier gerade mal so zwei Handwerker irgendwie finde. Guck mal, die beiden kann man doch perfekt Lassen nehmen. Sie mich nicht warten. So, und dann können wir jetzt die Weltausstellung wieder starten. Zack, das ist dann auch. Doch, das ist das letzte jetzt. Guck mal. Warm, Junge. Fehlende Elektrizität. Seit wann braucht das Ding Elektrizität? Ach komm, nee, alles gut. Das Kraftwerk hat gerade keinen Strom tatsächlich auch, ne? Ein Problem. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte den hier mal ein bisschen anders hinstellen, weil der steht nicht so, wie ich gern hätte. Nein. Jetzt. Habe ich das hier doch weggenommen? Okay. Ich schicke 2 Linienschiffe mal in die neue Welt, wir haben da kaum Schiffe mehr. Stimmt, wir wollten uns vorbereiten wegen Silver, ne? Wegen der Insel da. Ach ja. Aber wir haben gerade hier keinen Einfluss mehr, merke ich gerade. Wir brauchen ein bisschen was eigentlich. Stimmt. Also theoretisch kann ich einige Handwerker zu Ingenieuren upgraden und dann logischerweise Ingenieure zu Investoren, aber soll ich einfach mal machen? So, auf No Risk, No Fun. Lass mich mal gucken, was wir alles haben und was nicht, ob jetzt schon was runtergeht. Oder man geht ja mal alles runter, ne? Scheiße. Das stimmt. Oh, Shoki geht ein bisschen sehr stark runter, was ist denn da los? Die Shoki? Aber wir verkaufen auch was, ne? Das kann gut sein. Wir hier in dieser Woche hier Speicherstadt bestimmt. Für Gold. Und hier kannst du bestimmt richtig geile Schule reinsetzen. Das nervt mich jetzt schon wieder, dass diese blöde Kraftwerk da ist, ey. Oh, das muss da weg. Wir brauchen unbedingt auch hier, genau, Arktis. Wir brauchen seine große Insel von Silver da. Ja, eine ist sogar noch frei. Die könnten wir uns eigentlich krallen. Ja, aber wir brauchen die große. Wir brauchen ja Platz. Oh, wir brauchen, was brauchen wir? 750, das schaffen wir nicht hier. Wir alle upgraden vielleicht. Ach so, das war ja die halbe Mission mit, oder unsere Nee, das ist ja, also den Hangar kriegst du, glaube ich, nicht hin. Doch, okay. Ich glaube, das kriegen wir hin, wenn wir Fleischkonserven hertransportieren. Boah, dann es wird auch wesentlich entspannter, und einfach die Großinsel von Silver zu nehmen. Ja, da müssen wir aber erstmal hinkommen. Ja, aber da bereiten wir uns gerade drauf vor. Na gut. Was ist denn die Expedition? Oha, ja, das ist gut. Ein paar Kisten, naja. Ja, haben wir nicht haben, ne? Guck mal, da würde ich nämlich genau Silber, unsere Hauptinsel dann wiederholen von Silver. Eisscholle, gibt es noch einen zum Glück mit Gas? Das ist ganz gut. Die andere Eisscholle von Silber würde ich auch mit Luftschiffen angreifen. Ich hoffe mal, dass das geht. Krank. Apropos, dafür brauchen wir erstmal Luftschiffe, ne? Ja, warte, apropos, da bin ich gerade am Schauen. Da war doch das Helium-Problem, was ich noch letzte Folge, glaube ich, noch gelöst hatte. Genau, wir brauchten diese Helium. Ach nee, für Helium brauchen wir wahnsinnig viel. Das war das Problem. Genau, wir brauchen industrielle Ölpresse. Das heißt, wir brauchen Salpeter. Warte mal. Kriege ich irgendwie aus Cap Trelawney Salpeter irgendwie umsonst? Sag ich mal. Haben wir Salpeter im Überfluss? Ich schau mal kurz. Weil Salpeter brauchen wir eh nur für Limonade oder für Geschütze. Ja, theoretisch haben wir gerade 1400 Salpeter plus 4. Da haben wir gerade ein Frachtschiff übrig, bestimmt, ne? Ja. Sicher. Ich werde jetzt ein Schiff benutzen, um dann kurz ein bisschen Salpeter rüber zu transportieren. Macht es. So, dann nennen wir einfach mal dann Salpeter. Neue Welt. Einmal bitte zur Hauptinsel, dann wieder Cap Trelawney, zack. Dann bitte in Crown Falls einmal bitte ein bisschen. Ach komm, wenn du schon auf dem Weg bist, kannst du auch ein bisschen mehr mitnehmen. Sagen wir mal so 4 Stacks. Ah, machen wir 5 Stacks. Na, wir machen mal 4 Stacks. Wir machen 4 Stacks und jetzt ist die Frage, können wir aus Manola noch irgendwas Crown Falls liefern, wenn wir da eh schon eine Route haben? Bestimmt. Dann mache ich das hier. Cap Trelawney. Ich schau mal kurz. Neue Welt. Manola hätte tatsächlich 2 Goldvorkommen, die wir tatsächlich aber auch schon betrieben haben. Und wahrscheinlich hast du diese eine Goldrute, die wir da haben, da auch hier oben hingeschickt.
Na, dann ist das ja irrelevant. Weiß ich nicht. Doch, doch. Ich schaue mir nochmal, aber ich bin mir da eigentlich sehr sicher. Genau, du, genau, hast ja alle aber abgegrast. Ja. Alles klar. Lärchen, Bärchen. Eine Produktion wurde angehalten. Ja. Gut, die neue Welt ist jetzt erstmal eine Baustelle, die wir ein bisschen nach hinten verschieben, weil jetzt haben wir natürlich da die Chance, Eis zu machen, Parfums zu machen und die Sommerschule zu öffnen. Aber für die Sommerschule brauchen wir Kostüme und die müssen wir auch erstmal herstellen. Da kommen wir noch zu. Reicht, dass die Artistas jetzt erstmal Mezcal und Jalea haben. Irgendwann ist... Und die Fußbälle, das reicht ja auch erstmal. Würde ich ja mal so sagen. So, Kap Trelawney, was machst du denn gerade Feines? Ich wollte mich um noch eine Expedition kümmern, aber irgendwie sind ja alle voller Salpeter. Was soll denn das? Mal kurz zurück. Alle voll mit Salpeter? Das ergibt gar keinen Sinn. Ich habe gerade einen mit Salpeter bekommen. Vom Stapel gelaufen. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Wieso backen das so? Schiff vom Stapel gelaufen. So. Da brauchen wir auf jeden Fall nochmal Fischöl. Aber wenn wir unten so eine kleine Industrie-Area haben, dann können wir doch auch kurz mal ein bisschen Fischöl da erstmal einsetzen. Braucht 30 Sekunden, Seife. Das braucht 30 Sekunden. Forst und Seife doch outgesourced, ne? Ja. Beides geht rapide runter, insbesondere Seife. Aber ich glaube, das war ja auch gerade vor kurzem erst, weißt du? Ja, trotzdem. Ich weiß nicht, ob das sich jetzt schon gefangen hat. Sonst bauen wir auch. Oder guck dir den Verbrauch an. Wo ist denn die Seife? Da, 73 haben wir nur. Ich schau mal. Tun sie das. Produktion. So. Tun sie das. So, hier haben wir dann einmal Fischöl jetzt. Dann setze ich da mal meinen... Wow, das geht natürlich wieder nicht. Der Klassiker. Dann machen wir wohl so. Bam. Bam. Das ergibt ja gar nichts. Oh, das ist ja auch gar nicht so verkehrt. Machen wir da nochmal ein Feuerwehr hin. Jetzt ist die Question aller Questions. Wir setzen hier auf jeden Fall mal einmal Ornamente rein. Nee, das sind die falschen. Hier. So vielleicht? Ja, aber machen wir mal so. Ja gut, hier können wir nichts reinsetzen, da können wir höchstens den hier machen, oder? So. Besser geht's nicht. Okay, dann einmal bitte industrielle Ölpresse. Auch ein interessantes Gebäude. Moment, braucht das irgendwas? Ein großer Moment für uns. Das hat hier so einen Radius drumherum. Ich glaube, das braucht Bäume. Die Ölpresse braucht Bäume, natürlich. Klar. Das war ja wieder typisch. Ja, irgendwie jetzt schon, wa? Gut, dann machen wir da eine hin. Machen wir noch da eine hin. Machen wir erstmal 3 Stück. Das wird ja wohl hoffentlich erstmal genügen. So, vielleicht. Warm, Junge. Ein Schweinswal und ein Schwertwal und ein schwarzer Schlinger. Boah, wenn ich das jetzt aktiviere, hat der nicht ganz 100%, weil der das alles wegstiehlt hier, ne? Ah, passt schon. Pi mal Daumen. Jetzt brauchen wir unbedingt wieder Journaleros. Alles klar, dann muss ich mich wohl darum einmal kümmern. Na, wenn denn das so ist. Guck, hier oben haben wir auch noch mega viel Platz. Aber kann gut sein, dass wir gleich wieder Bananen brauchen und sowas. Hab ich natürlich nicht vermisst. Wie sieht denn das auch jetzt gerade mit der Wurst und so? War da jetzt irgendwie... Ich habe noch ein bisschen was ausgebaut, wir brauchen da jetzt aber Holz. War das von Nöten? Also hast du da eigentlich in den Verbrauch geguckt? Eigentlich nicht, ja, eigentlich müsste aber vielleicht das passen, musst, aber irgendwie... Ja, aber vielleicht musst du sich das noch einpendeln ein bisschen, weißt du? Ja. Ich war schon auch ein bisschen zu voreilig. So. Das war Bauxit oder so, ne? Das war definitiv kein Gold, das hätten wir schon angebaut, genau. Kapelle. Wird mal wieder Zeit, dann machen wir mal wieder eine. Oh, hier unten würde eine gute hinpassen, ne? Vom Platz her. Ja, dann reißen wir doch ab hier. Guck mal, so passt das doch perfekt. So. Ups. So. Ich hab da Pläne für neue Expeditionen aus Baldowat. Wunderbar. Können wir auch direkt einmal aktivieren, weil die brauchen wir sowieso, die Journaleros.
Alter, Manola wird aber auch mittlerweile, muss ich gestehen, ziemlich voll. Wir haben noch gut Platz, aber da ist gut was dazugekommen. Du siehst ja auch, glaube ich, die Lücke, die ich da gelassen habe bei dem einen Strand dahinter. Da werde ich, denke ich, das Fußballstadion werden. Da können wir da reinsetzen, denke ich. Ich hoffe, das passt da irgendwie rein. Ich glaube, so groß war diese das nicht. Diese kleinen Lücken da, oder was meinst du? Die große Lücke da. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du... Bei dem größeren Strandbad dahinter. Ach so, das Ding da, das riesige Ding da. Die große freie Feld da, ja. Das wird da irgendwie das Fußballstadion so groß? Nee, aber da kann man doch auch guten Park davor setzen oder sowas, weißt du? Ah, okay, ja. Und so, du setzt mir ein paar Häuser dahin wieder oder so, das geht ja auch. Stimmt. Aber Manuel ist halt mittlerweile echt ziemlich gewachsen. Gefällt mir sehr gut. Geht noch ein bisschen was, aber... Da geht noch eine ganze Menge sogar. Und der Staudamm, den gibt's ja auch noch. Oh ja, da geht auch einiges. Hacienda, dann muss ich auch nochmal bauen, eine schöne, aber das ist noch ein anderes Ziel. Ja. So, Ölpresse ist dann aber auf jeden Fall schon mal am Malochen. Das heißt, wir können dann jetzt auch schon, wo ist das hier, Helium herstellen. Guck mal, brauchen wir noch Lehmgrube für? Gut, die haben wir ja auf der Insel. Das passt schon. Dann würde ich davon, guck mal, die brauchen nur 15 Sekunden. Das heißt, eigentlich müsste ich anderthalb bauen. Geht ja schlecht. Sie haben so, dann machen wir das anders. Gewonnen. Dann machen wir das mal anders. Komm mal her. So vielleicht, hätte ich jetzt gesagt. Könnte ich dann nochmal die letzten Fischöl da anmachen, Fischölhafen da. Und hier können wir dann einmal zack. Zack. Meinetwegen auch nochmal hier mit einem Lagerhaus, weil doppelt hält besser. Und dann können wir hier ab jetzt, wo bist du denn, der Helium-Sachen, wie groß sind die? Ach, ich bin ja... Oh, Mann. Ach nee, stimmt. Helium-Bohranlagen haben wir ja schon längst. Ach, Menno, Denno. Ja, dann passt das doch. Und, hier... Dings wird jetzt da geliefert demnächst, der Peter. So. Das heißt, Helium wird jetzt produziert. Das ist sehr gut. Also auch offiziell produziert. Wenn man nichts reinsteckt, kann auch... Das heißt, wir können demnächst Luftschiffe machen. Angehalten. Finde ich irgendwie geil. Das heißt, wir brauchen aber nur noch jetzt tatsächlich Kanonen. In der Welt. Das heißt, und Maschinen. Können wir mit den Luftschiffen dann auch hier in der Arktis das anbauen? Anbauen wahrscheinlich schon, würde ich jetzt sagen. Versuchen wir es, ne? Abschießen kannst du es bestimmt sowieso, denke ich mal. Ja, das Gasding, das ja noch frei ist. Ja, ich sag ja, das wollen wir sowieso. Ich dachte, wir wollen auch noch das von Silver haben. Ja, aber erstmal das, was frei ist. Warum fehlen gerade so viele Arbeiter? Hast du irgendwas aufgewertet oder so? Du hast Schweinedings gebaut, ne? Ja gut, okay, warte. Ich habe auch ein bisschen was aufgewertet. Aha. So ist das also. Das war in dem Bereich, wo wir sowieso Ingenieure oder... Ja, wir wollen ja um den Park herumgehen, ne? Überfahrt zurückgekehrt. Du musst auch immer noch deinen Park machen da bitte. Du hast doch jetzt hier, glaube ich, die Pakete, ne? Ja, alle gekauft. Alle sind jetzt da. Schön Freizeitpark oder was weiß ich da nicht alles. Passiert gleich. So, das muss sehr schön gebaut werden. So genau, ich guck gerade auch, wo wir noch Arbeiter hochziehen können. Eventuell ganz links da noch bei mir, aber Altstadt müssen wir auch noch einen Platz frei räumen irgendwie. Ja. Was ist schon perfekt? Die brauchen, achso, die sammeln noch. Ja, die erhöhen sich halt gerade von selber noch, ne? Naja. Das wird, glaube ich, auch sich ausgleichen am Ende. Guck mal, jetzt hier, das hast du ausgebaut nochmal, ja. Passt. Sehr schön. Auch mittlerweile Cap Trelawney, auch mittlerweile wahnsinnig riesig. Ja, aber auch noch richtig viel Platz. Kann man noch die Kloster noch wegkriegen? Hm? Bitte? Genau was. Den Kloster oben. Kloster noch, ja. Ja, so groß ist der aber nicht ansatzweise mehr, wie er vorher war. Das ist richtig. Wir müssen halt noch die kleinen Inseln, ja gut, Industrieinsel. Das ist auch noch ein Riesenprojekt, was wir angehen müssen. Das ist ein Riesenprojekt, das ist richtig. Alle Routen müssen wir umsetzen, wir müssen dort alles drüben perfekt ausbauen. Ja. Und wir brauchen dafür natürlich dann... Ganz, ganz viel Öl brauchen wir. Und auch ganz viele Frachtschiffe. So, Weltausstellung geht wieder nicht weiter, weil schon wieder Öl fehlt. Das Kraftwerk mitten in der Stadt ist ziemlich, muss ich sagen, am Arsch. Aber ich glaube, das hat eine eigene Route, ne? Guck mal. Also halb, ne? Wird schon geteilt. Aber wir haben eigentlich, ich glaube tatsächlich, wir haben mittlerweile zu wenig Eisenbahn. Ich glaube schon. Ja. Keine Eisenbahn mehr frei. Das hätte ich auch niemals gedacht, dass das mal ein Problem sein wird, ey. Ja, auch ne. Ich weiß nicht, man kann ja auch nur einen Ölhafen machen, also. Ja, mehr Eisenbahn gehen ja auch eigentlich nicht.
Stimmt, Eisenbahn wollte ich ja auch noch dieses. Kanonenfutter für unterwegs sein? Wollte ich ja auch noch hier dieses DLC-Paket einmal benutzen. Wie hieß das denn gleich? War Industriegebiet-Paket, weil da haben wir ja perfekt hier zum Beispiel hier kleine Bahnhofshalle und sowas. Das kann man ja perfekt dann hier unten beim Ölhafen benutzen. Ja. Und ich würde auch sagen, dass wir vielleicht dann sogar ein Elektrizitätskraftwerk sogar vielleicht laufen lassen auf Cap Trelawney, einfach nur für den Stil, für den Vibe. Damit wir wenigstens ein paar Bahnschienen hier verlegen können. Nicht viele, aber ein paar vielleicht. Schiff unter Beschuss. Was macht der Schlachtkreuzer eigentlich in der neuen Welt? Und, lol. Ich glaube, ich habe letzte Folge doch schon mal ein bisschen vorgedacht. Der hat Salpeter dabei. Ja, vielleicht habe ich die letzte Folge das schon mal vorgedacht. Das kann gut sein. Ich lief das mal kurz. Oh mein Gott. Neue Befehle? Guck mal, okay. Okay, folgendes. Ich habe jetzt gerade auf der Hauptinsel bei Manuela ein Schiff mit Perlen, warum auch immer. Eins mit Maschinen. Das mit den Maschinen ist von mir gewesen. Salpeter anscheinend auch. Und das auch nochmal Salpeter. Aber warum habe ich die Perlen? Die Station. Das kann ich dir nicht sagen. Habe ich die Brain AFK einfach eingepackt? Also muss ja. Reden wir nicht drüber. Vom Stapel gelaufen. Alter, muss ja aber wahnsinnig los gewesen sein, ey. Dann mal wieder zurückschicken, ne? Nach Crown Falls. Wobei wir auch da ein paar lassen können, um neue Welt zu schützen, ne? Ja, ich habe schon zwei Linienschiffe. Wir haben jetzt vier Linienschiffe da. Also boah, das ist wenig. Das ist wenig, glaube ich, oder? Willst du noch zwei hier lassen? Dann können wir noch zwei hier lassen. Neue Welt, wenn das einbricht, haben wir ein Problem. Dann zwei Schlachtkreuzer hier lassen. Was wollte ich jetzt noch? Ich bin schon wieder los. Sag mal, heilige Scheiße hier. Wofür brauchst du Salpeter? Ja, für die Luftschiffe. Achso, ja, ich bin lost hier. Beide. Ist es okay, wenn ich kurz einmal das Bergungsschiff benutze? Klar. Dann würde ich dann nämlich dann auf unserer alten Hauptinsel einmal die Kanonen wegnehmen. Ich könnte sie helfen uns, oder, Boss? Dann können wir da ordentlich gleich auch Luftschiffe machen mit Schützen. Das ist gleich ganz geil. Hey. Ich brauche Kanonen, keine schweren Geschütze. Ja. Ist ja lame. Ja, schwere Geschütze auf dem Luftschiff klingt auch ein bisschen, weiß ich nicht, unlogisch, oder? Muss ja schweben, weiß das nicht. Ding. Mit schweren Geschützen. Ja, gut. So, wo ist das, hast du ausgebaut? Jetzt haben wir gerade ein paar Frachtschiffe, die nichts tun. Drei Stück sogar in der... Drei ist voll nicht viel. Aber wir brauchen Fische, gehen runter. Ah, toll. Das war ja ein Problem. Fisch haben wir ja gar nicht mehr so viel. Ich schau gerade mal, wo wir noch ein paar Plätze haben. Ja gut, hier unten hast du schon komplett ausgebaut. Ja. Schon überall Fisch. Also die unterste hat schon mal überall Fisch, wo es geht. Irgendwo hatte ich Fisch, außer ach hier. Guckst du denn gerade? Denstrich. Ach hier, Denstrich. Ah stimmt, die sind auf Pause. Guck mal einer. Mal ein bisschen... Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Oh shit. Na gut, das ist die kleine Insel und das wird Silver mit seinem Schlachtkreuzer sogar eventuell sogar schaffen. Aber wobei. Ach, ich weiß nicht. Opfer müssen für uns. Wobei, das ist eine Flakstellung. Ja, nee. Dann vielleicht. Ach, ist ja auch egal, ist ja eine kleine Insel. So. Generell müssen wir zweimal generell auf jeden Fall. Müssen wir noch schauen, wo wir die Altstadt jetzt hinbauen. Das ist ein Ziel. Dann müssen wir gucken, wo wir den Palast noch hinbauen, der noch sehr viel Platz in Anspruch nehmen wird. Ja. Wobei der Palast, glaube ich, hier ganz geil ist, wo ich gerade schaue, bei dem Klos, weißt du? So da, mitten in der Stadt willst du ihn haben. Da, wo die Blaupause vom Hospital ist, weißt du? Ja. Bei dem Klos. Da, so in der Ecke vielleicht. Schön da, hinter dem Stadtpark oder so, schräg hinter. Damit man den auch noch schön sehen kann. Ja. Ist er da auf dem Hügel sogar. Altstadt, ja genau, sowieso habe ich ja gesagt. Und der eiserne Turm, da sind wir wohl noch nicht. Aber den kannst du auch irgendwo reinbringen noch. Da müssen wir uns um die Touristen aber auch noch kümmern. Das kann auch noch lustig werden. Die Touristen haben uns noch gar nicht so richtig gekümmert. Wir sind immer nur ab und zu dabei, ein paar Hotels einfach mal einzufliegen, damit wir da das erhöhen können. Ich hatte von diesen und Restaurants und so ein Scheiß. Ja, genau. Dafür haben wir auch immer so Plätze ja auch immer gelassen. Ah, this is gonna be fun. Und wir haben auch keine Bauern mehr, sehe ich gerade. Wir haben die 80.000 übrigens erreicht, die 80.000 Einwohner. Oha. Heavy. Ich glaube, ich baue jetzt mal ein paar Blaupausen von Dorfbewohnern. Ich glaube, wird mal okay, mach das gerne, mach das gerne. Bau mal hier einen Park jetzt. Ich will, das nervt mich da richtig, dass dieses freie Fleckchen da ist. Der Trigger. Ja, ich wollte ein paar Handwerker ausbauen. Ah, geht ja gar nicht. Bam. Wir brauchen Ingenieure, brauchen wir ein paar eventuell nochmal, ne?
Ja, habe ich jetzt gerade gemacht. Du. Sehr gut. So läuft der Hase. Wir haben ja auch 5000 Handwerker, also ein bisschen viel. Vielleicht. Geisterschiff. So, ich hoffe, wir werden jetzt keine Probleme bekommen mit den ganzen Ressourcen wieder. Es geht doch bestimmt auch irgendwie anders. So. Na, das hier fällt mir jetzt ja hier gar nicht. So, ah, guck mal, so geht das doch. Kein Problem. Marktplatz haben wir da direkt. Das ist dann soweit in Ordnung. Vom Stapel gelaufen. Das können wir auch machen. Ich fehlt nichts, ne? Nee, perfekt, das passt. Machen wir mal so, damit wir ein bisschen mehr unterschiedliche Sachen da auch haben. Wollen wir dann erstmal diese Ecke hier voll, würde ich sagen, weil mehr können wir gerade sowieso nicht machen. Ich glaube, wir haben nochmal wieder Zeit für eine Polizeiwache. Ich glaube, hier kann man mal einer hinsetzen. Ja, wir müssen mal gucken, wie weit wir den Strom ausbauen, weil... Ne? Wie viele Investoren können wir hier nicht haben? Ja, ja. Ich gucke gerade generell mal. Also ich habe hier in meinem Abteil, sage ich mal, der Stadt zwei Kraftwerke gesetzt. Zwei Blaupausen von Kraftwerken. Ja. Also von Gaskraft. Du hast bei dir eins... Zwei. Ja. Wobei, wenn wir natürlich das Ziel haben, dass wir komplett den Park umringen wollen mit Ingenieuren und Investoren. Ja. Aber dann müssen wir auf jeden Fall da oben, wo du deine Uni gebaut hast, da in der Ecke auch nochmal ein Gaskraftwerk machen. Wobei dann immer noch die Überlegung ist, wo wir hier die Eisenbahnschienen langlaufen lassen, weil ich hätte wenigstens eins gerne. Damit wir dann ein bisschen... Eine Eisenbahnschiene. Ja. Müssen wir gucken, wo wir es mit Ölhafen und sowas alles machen, ne? Gut, wir haben ja sowieso einmal sowieso oben Ölfelder und ich sehe gerade oben fehlt über der Strom. Guck mal. Bei der ganzen Industrie. Ja, das da oben. Ist das Problem. Das ist das Problem, weil es kommt da nicht rechtzeitig an. Ja, Industrien sind. Mehr hier. Mehr Kriegsschiffe. Mehr Investoren. Allerdings. Ich bin durchaus zu. Wir können noch welche upgraden, guck mal. Hier oben. Oder am Stadtpark gucke ich gerade. Warum können die sich nicht aufwerten? Weil dir noch ein bisschen was fehlt. Dann will ich darauf noch kurz warten. Bei manchen brauchen wir einfach echt Strom. So, sorry. Genau, hier haben wir eine Bank, die geht nur bis dahin. Deswegen würde ich oben das Bankhaus auch schon mal ausbauen. Zack. Damit die da auch oben versorgt sind. Geht auch nochmal ein bisschen mehr Geld direkt. Und das war's auch schon wieder. Okay. So, ich sehe auch gerade, wir verdienen einfach mal 52.000 plus gerade, ne? Ohne Verbausteuer. Stimmt, habe ich null drauf geachtet. Also das würde ich sagen, läuft jetzt.